Abacovia produziert Briefumschläge und ist Marktführer für die große Ausgangspost in Deutschland. Seit über 90 Jahren werden hier junge Menschen ausgebildet. Einige stellen wir jetzt vor. Hallo, ich bin Joni Pfennig und im ersten Ausbildungsjahr bei Abacovia. Ja, ich bin Dennis Glöckner und bin im zweiten Ausbildungsjahr. Was sind denn so eure Aufgaben hier? Es kommt natürlich auf die verschiedenen Abteilungen an. Es gibt den Einkauf, wo man dann für die Beschaffung der Ware zuständig ist, oder den Verkauf, wo man die Ware halt an den Mann bringt, oder auch die Buchhaltung und das Rechnungswesen, wo auch ganz andere Sachen gemacht werden. Ein Beruf mit vielen Facetten. Leonie, was ist denn, wenn es mal ein Problem oder eine Rückfrage gibt? Ich kann alle fragen und sie sind alle sehr hilfsbereit hier, doch das ist sehr, sehr schön. Nach einem Wunsch für ihre Ausbildung gefragt, sagen Dennis und Leonie: Gefällt mir alles im Moment ganz gut. Mir hat es im Einkauf sehr gut gefallen. Das war eher so mein Gebiet, sage ich mal. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen zu machen. Ich bin rundum zufrieden. Ich bin Christian Uwe Ludwig, arbeite hier bei Abacovia, bin jetzt im dritten Ausbildungslehrjahr und mache eine Ausbildung zum Mechatroniker. Was macht dir denn am meisten Spaß hier in deiner Ausbildung bei Abacovia? Also am meisten Spaß macht es mir, wenn ich elektrische Schaltungen verdrahten muss, weil dann sieht man auf den Dingen so, es klappt nicht. Und wenn mal was nicht klappt, kann man dann mal die Kollegen fragen? Also wenn ich jemanden frage, die kommen auch sofort an und helfen mir und ist alles eigentlich gar kein Problem. Das klingt ja beruhigend. Fühlst du dich denn wohl hier? Ich fühle mich wohl hier und es macht Spaß mit unseren Mitarbeitern. Und hier sehen wir zwei Mitarbeiter von AWA, die im Bereich Personalwesen und Ausbildung tätig sind. Fragen wir doch mal, was bei AWA besonders gefragt ist. Ja, uns ist wichtig, dass unsere Auszubildenden, wie gesagt, ins Team passen. Man hat täglich miteinander zu tun. Wir sind kein Riesenunternehmen mit langen Fluren, langen Büros. Und was kann man den Bewerbern raten, wenn sie teamfähig sein wollen? Aufgeschlossenheit. Ich kann es nur noch mal sagen, wir sind ein Familienunternehmen. Wir achten, wie gesagt, schon auf jeden Fall auf die Noten. Letztendlich musst du aber hier wirklich auch ins Team passen. Und Herr Molzahn, zum Schluss ein Tipp für die Bewerberinnen und Bewerber? Ja, man sollte darauf achten, dass die Bewerbungen einen optisch guten Eindruck machen. Wir bei der Firma Abacovia verzichten auf Einstellungstests. Wir führen dann persönliche Gespräche mit potenziellen Bewerbern und haben damit auch gute Erfahrungen gemacht. Und zu guter Letzt fragen wir den Geschäftsführer von Abacovia, Michael Wegner: Wie werden denn die Auszubildenden in den Betrieb integriert? Also die Auszubildenden werden sehr planvoll integriert. Unsere Personalabteilung hat einen Ausbildungsplan aufgestellt und dieser Ausbildungsplan, der wird gleich vom ersten Tag so abgearbeitet, dass die Auszubildenden voll in die Prozesse integriert werden. Denn dann lernen sie es am besten und dann bekommen sie auch am meisten Erfahrung von uns mitgeteilt. Es macht auch am meisten Spaß. Es ist viel besser, als wenn man so etwas unterfordernde Nebentätigkeiten macht.